Okay. Alle abgehustet? Ja, ich muss. Also, hallo, ich bin der Andi von mir, das ist der Bob von mir. Ich werde jetzt etwas über ihn sagen. Okay, los. Jo, ich bin's Bob, aber um mich geht's nicht. In dem Fall geht's jetzt mal um ihn, um Andi. Wie kann man denn den Andi eigentlich am besten beschreiben? Wir haben ja immer so eine Arbeitsverteilung in der Band und das wäre jetzt irgendwie so Standard und einfach so zu sagen, ja, Rubik macht eigentlich die ganze Organisation. Vielleicht mit seinen drei Lieblingseinleitungen, womit er so zu jedem Satz beginnt. Ja, sag ich uns gerade Rubik. Bob. Man müsste eigentlich mal, was ist eigentlich, wenn, jetzt mal ganz bescheuert gesagt. Was ich ja ganz toll an ihm finde, ist, er ist unglaublich intuitiv. Andi ist so ein Träumer, der sich mit den Gegebenheiten, wie sie einfach so sind, nicht zufrieden gibt. Ich kann mich mit ihm hinsetzen und sagen, so, ey, komm, wir machen jetzt einfach Musik. So, womit wollen wir dann anfangen? Dem ist wichtig, dass er irgendwie was dazu empfindet und also, dass er dann in sowas zusammenfassen kann, wie mag ich oder mag ich nicht. Ihm interessiert immer das, wo man sagt, das kann ich nicht greifen, deswegen interessiert es mich erstmal schon. Er kann sich, glaube ich, jedes Instrument umhängen und er hat so eine Art Ehrgeiz dabei, dass er da irgendwie alles, immer was rausholen will. Wir waren jetzt noch nicht bei Blasinstrument, weil es auch immer noch eine ganz andere Sportart ist. Er hat ein technisches Verständnis, eine technische Kompetenz bei uns in der Band, ohne die wir ganz schön alt aussehen würden. Also allein schon, wenn wir mal im Proberaum sind und Andi nicht da ist und dann anfangen uns so, warte mal, wie war denn das jetzt hier, Andi? An aller Art anderen Instrumenten würdest du jetzt erstmal sagen, dann probiere ich jetzt einfach. Eher so einer, der überprüft es immer auf Machbarkeit. Also ich habe da manchmal so Ideen, wo man denkt, ey, wann könnte man nicht das und das machen? Und ich weiß, dass wenn jemand wie Bob dann sagt so, ey, das finde ich irgendwie gut, dann wird er versuchen, das zu ermöglichen. Wenn es so um seine Fantasien geht, kollidieren wir dann manchmal mit meinem Realismus. Aber ohne die Träumer da draußen wäre die Welt ganz schön kalt und es würde sich nichts Neues entwickeln. Und so funktioniert die Band auch. Also wenn wir nur aus Andis, Bobs, Gunnars oder Mietzes bestehen würden, dann würde das alles überhaupt nicht funktionieren. Deswegen da bin ich sehr, sehr dankbar dafür und ich habe auch sehr viel Spaß dabei. Lieber Bob.